Hallo und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Review meinerseits. Im heutigen Video geht es explizit um den Works Landroid Meroboter M500 im Review und Praxistest. Aktuellster Preis unten in der Infobox. Los geht's! Also eigentlich sieht er ganz niedlich aus mit seinem neuen Antikollisionssensor. Und praktisch zugleich ist er auch. Übrigens, im letzten Video habe ich einmal gezeigt, wie man den ACS installiert und was er für Vorteile hat. Links unten in der Infobox. Der Landroid M500 selbst bringt ein knappes Gewicht von ungefähr 9 Kilogramm auf die Waage und ist in Anbetracht auf die Spaltmaße und Verarbeitungsqualität in einem Top-Zustand. Angetrieben wird der Roboter durch zwei 20 cm große, auf der Rückseite angebrachte Geländereifen, die über ein ziemlich grobes Profil verfügen, damit sich der Landroid nicht festfährt. Zum Manövrieren wiederum befindet sich unterhalb eine 360 Grad drehbare, gut gelagerte Walzenrolle. Oberhalb wiederum sieht es genauer gesagt etwas anders aus. Hier befinden sich so ziemlich alle Schalter und Knöpfe, mit denen der Landroid wiederum direkt gesteuert werden kann. Mittig befindet sich dafür das grüne LED-Display, welches zum einen alle wichtigen Informationen ausgibt, ausreichend hell ist und während Nichtbenutzung automatisch heruntergedimmt wird. Der erste der vier verfügbaren Folienknöpfe direkt darunter stellt dabei unseren Power-Button dar. Dieser wird logischerweise nur für das Ein- und Ausschalten benötigt. Danach der Startknopf zum Aktivieren des Mähvorgangs, die Coming-Home- oder Rückkehr-Taste und zuletzt die OK-Taste, mit der alles bestätigt werden muss. Direkt darunter die nun wahrscheinlich wichtigste und gut gelungene Stopptaste. Egal ob der Meroboter sich festgefahren, etwas überfahren oder sonst aus welchem Grund auch immer gestoppt werden muss, ist dies mit einem Tastendruck getan. Nicht empfehlenswert wiederum ist der Mähvorgang bei Regen, da sich der Meroboter ansonsten schlimmstenfalls festfahren oder bis zum Geht nicht mehr einsauen würde. Um dies zu verhindern, hat Works dem Landroid einen kleinen Regensensor verpasst, welchen diesen benachrichtigt und unverzüglich zur Ausgangsposition zurückkehren lässt. Am hinteren Ende der Maschine wiederum befindet sich anschließend eine klappbare Abdeckung, welche den Akkuschacht verbirgt. Das Coole dabei, die Abdeckung verfügt über einen automatischen Schließmechanismus und zwei Magnete, was meiner Meinung nach wiederum einen sehr hochwertigen Eindruck erzeugt. Ebenfalls äußerst nützlich ist die sogenannte Power-Share-Möglichkeit. Sprich, der 20 Volt Lithium-Ionen-Akku mit 2 Amperestunden, welcher sich in dem Akkuschacht des Meroboters befindet, kann mühelos herausgenommen, gewechselt oder sogar für andere Gartengeräte von Works benutzt werden. Bei mir im Test erreichte der Landroid M mit dem 2 Amperestunden-Akku eine kontinuierliche Arbeitszeit von etwas mehr als 1,5 Stunden, bevor er mit ca. 9% Akkuladung seinen Heimweg zur Ladestation antrat. Für das eigentliche Mäh- und Schnittergebnis wiederum sorgen folglich die drei Messerklingen auf der Unterseite, welche durch einen effizienten Brushless-Motor in Rotation versetzt werden. Sollten die Klingen nach einigen Monaten einmal verschlissen sein, können diese problemlos durch die Kreuzschrauben gewechselt oder erneuert werden. Die Metallkonstruktion an der Seite ist übrigens dafür zuständig, dass der Meroboter auch die Grashalme erwischt, die direkt neben der Rasenborde wachsen, also unsere sogenannte Cut-to-Edge-Funktion. Dies funktioniert in der Praxis relativ gut, jedoch nur dort, wo man sich auch Mühe beim Verlegen des Begrenzungsdrahts gegeben hat. Wenn das Ganze akribisch durchgeführt wurde, lässt sich das Resultat bis auf wenige Grashalme definitiv sehen. Durch den großen und damit gut greifbaren Drehschalter lässt sich die Schnitthöhe in 4 Stufen von 30 bis 60 mm ohne Probleme justieren. Aufgrund der scharfen Messer und hohen Rotationszahl erzielt der Landroid somit ein sichtbar gutes Schnittergebnis auch bei verhältnismäßig dichtem Gras. Mit einer Schnittbreite von 18 cm steht er auf derselben Stufe mit vergleichbaren Modellen, muss jedoch aber aufgrund des Chaos-Prinzips einige Stunden in Bewegung sein, um größere Rasenflächen zu mähen. Die dabei entstehenden Geräusche halten sich mit ca. 65 Dezibel in Grenzen, wodurch man den Meroboter auch theoretisch nachts mähen lassen könnte. In Bezug auf die Landroid App ist diese grob gesagt ziemlich komplex und enthält etliche Einstellmöglichkeiten, Statistiken etc. Somit ist es möglich zu sagen, wann und wie lang der Meroboter täglich mähen soll, in welchen Zonen er die meiste seiner Zeit verbringen oder aber auch, wie er sich bei Regen verhalten soll. Nach Abschluss der eingestellten Arbeitszeit oder aufgrund der manuellen Rückkehrfunktion der App fährt der Meroboter nun bis zum nächsten Begrenzungsdraht und von da aus diesen bis zur Ladestation zurück. An der Ladestation angekommen, dockt der Landroid nun ohne Probleme an den Kontakten an, um den Akku in den nächsten 1,5 Stunden aufzuladen, um für den nächsten geplanten Einsatz bereit zu sein. In diesem Sinne ist der Landroid Meroboter meiner Meinung nach äußerst empfehlenswert für diejenigen, die eventuell erst spät abends von Arbeit kommen oder aber auch so Unterstützung bei der regelmäßigen Rasenpflege gebrauchen können.
Bis hierhin würde ich sagen, falls dieses Video gefallen hat, dann abonniere jetzt diesen Kanal und lass doch einen Daumen nach oben da, um meine Arbeit zu unterstützen. Ansonsten wie immer ein herzliches Dankeschön an alle diejenigen, die den Kanal mitfinanzieren, die Videos kräftig liken und teilen. Allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.